Woran erkennt man einen Alkoholiker? Und wie sieht ein Alkoholiker im Endstadium aus? Ich war dort gewesen und bis dahin hat sich mein Körper langsam verändert. Die einen sagen, man wird eher aufgedunsen, die anderen sagen, man nimmt eher ab. Doch das ist sehr verschieden. Es gab eine bestimmte Stelle meiner Sucht, wo mein Körper sich nochmal ganz anders verändert hat, in eine andere Richtung verändert hat. Das war der Beginn des Endstadiums gewesen und der Anfang mit dem Kampf mit dem Tod. Dieses Video soll eine Warnung sein an alle Menschen, die ihr im Umfeld habt oder an euch selber, ab was für einem Punkt es ganz, ganz kritisch wird und wie es beginnt, dass der Alkohol wirkt und den Körper verändert. Mein Schadensverlauf in meiner Alkoholsucht und die körperlichen Veränderungen, das gibt's heute, meine Lieben. Bis gleich. Servus Leute, grüßt euch, Sonntag 16 Uhr, Flaschengeistzeit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem Video und heute geht es um ein Thema, was wirklich sehr interessant ist, denn viele von euch schreiben mich an auf Instagram und sind in verschiedensten Situationen in ihrer Abhängigkeit, missbräuchlichen Konsum oder Konsum generell, wenn es um Alkohol geht und ihr beschreibt mir körperliche Veränderungen und fragt mich, ob das bei mir auch so gewesen ist und wie dramatisch der Zustand ist. Ich habe schon mal ein Video gemacht über Alkoholschäden, das werde ich euch an dieser Stelle verlinken. Da gehe ich mehr auf die klinischen Sachen ein und die Blutparameter, die ich hatte und die waren, wie ihr alle wisst, massiv gewesen. Ich bin massiv alkoholabhängig gewesen für die neuen Leute, die auf dem Kanal zuschalten, war im Alkoholentzug und war ja fast dem Tod nahe gewesen. Das seht ihr alles in diesem Video und war im Endstadium angekommen mit 25 Jahren. Und bis dahin hat sich mein Körper natürlich langsam verändert und hat verschiedene Phasen durchlaufen. Man hört nämlich sehr viel, man wird aufgedunsen, man wird so. Ich will das in diesem Video mal chronologisch durchgehen, wie sich mein Körper verändert hat. Und natürlich gilt, auch für dieses Video, das ist ein Erfahrungsbericht, das kann bei jedem anders sein, doch ganz wichtig ist es, gewisse Punkte wirklich, wenn ihr das merkt oder auch an euren Angehörigen merkt, wenn die eintreten, wenn diese Veränderung eintritt, dann ist allerletzte Achterbahn, wollte ich fast schon sagen, Eisenbahn. Und dann müsst ihr intervenieren, weil dann fehlt nicht mehr viel. Doch wir fangen von vorne an chronologisch. Ich habe begonnen mit 18 missbräuchlich zu konsumieren, mit 19 missbräuchlich zu konsumieren, aufgrund erstmal einer Angststörung, die ich hatte. Auch das habe ich in mehreren Videos behandelt und Panikattacken habe ich gehabt. Und damit konnte ich meine Ängste ganz gut bekämpfen. So habe ich es damals empfunden, weil der Alkohol mindert eben die Angst. Und zu Beginn habe ich erstmal keine großartigen körperlichen Veränderungen gespürt. Ich war sehr jung, mein Körper war sehr fit und ich habe auch zu dem Zeitpunkt noch viel Sport gemacht. Von daher hat es etwas gedauert. Doch mit zunehmender Abhängigkeit und massiverem Konsum und immer mehr Trinkerei, die erste Veränderung, die körperliche, die ich festgestellt habe, und das kennt ihr vielleicht auch, ist Gewichtszunahme. Das, wie gesagt, kann bei jedem anders sein. Bei mir war es Gewichtszunahme gewesen in Verbindung mit Aufgedunsenheit. Wenn ich Fotos finde, und mit Sicherheit finde ich Fotos, werde ich euch das an dieser Stelle einblenden. Ihr habt es vielleicht auch im Thumbnail schon gesehen, wenn ich das mache. Das heißt, ich habe so eine richtige, ja, salopp gesagt, aufgedunsene Fresse gehabt. Und war, ja, speckig, ich weiß es nicht. Also ich hatte dicke Backen gehabt. Ich habe das daran gemerkt zum Beispiel. Ich habe so eine Sonnenbrille, so eine Pilotensonnenbrille und unter den Gläsern, die Backen, da war immer so ein Zentimeter Luft gewesen und plötzlich haben die Gläser auf den Backen aufgesessen. Die haben das berührt und ich hatte hier immer so Abdrücke gehabt davon. Das Perfide bei mir dabei war tatsächlich gewesen, weil diese Aufgedunsenheit, die fängt nicht morgen an. Ihr feiert nicht heute wie die Esel und morgen seid ihr aufgedunsen. Das ist natürlich Quatsch. Das passiert langsam mit der Zeit. Und auch ohne Abhängigkeit kennt ihr das vielleicht, wenn ihr zunimmt. Das geht schleichend, das geht langsam, das geht über ein, zwei Jahre. Und ihr merkt das gar nicht so. Und mir war das damals auch gar nicht so bewusst gewesen. Das kam erst hinterher. Wenn ich Bilder von damals sehe, denke ich mir, ach du Scheiße. Und ich werde euch an dieser Stelle ein paar einblenden. Wie sahst du da denn aus? Das ist ja krass. Ich habe das gar nicht in dem Moment so empfunden, weil es so langsam ging. Und auch mein Umfeld hat mich eigentlich nicht wirklich darauf angesprochen. Man sagte damals, ich sehe so ein bisschen verfeiert aus. Was auch immer das sein soll. Und das Perfide daran war gewesen, ich bin eher so ein drahtiger Typ, also sportlich drahtig. Ihr kennt mich. Und dadurch, dass ich zugenommen habe, hat das sogar den Effekt gehabt bei mir, dass ich, ja, ich habe ja nicht nur irgendwie am Bauch zugenommen, sondern auch an den Armen. Das heißt, die wurden ein bisschen dicker, ne? Da hat sich ein bisschen Wasser abgelagert. Also überall ein bisschen. Und das sah sogar gar nicht so
schlecht aus. Das klingt jetzt blöd, aber dadurch, dass ich so ein drahtiger Typ bin, ich hatte immer Probleme, Muskeln aufzubauen beim Sport. Ich bin ein Hard Jainer, also ich verdaue sehr schnell, ich muss sehr oft auf Toilette gehen und bin auch so ein wuseliger Typ. Ich kann schwer zunehmen. Und in dieser Phase habe ich über 1,5 Jahre vielleicht oder 2 Jahre 6, 7, 8 Kilo zugenommen. Und das war eigentlich eine Art Wunschgewicht, nur dazu kam halt diese Aufgedunsenheit. Und irgendwann wurde das dann mal gemerkt bei Menschen, die mich länger nicht mehr gesehen haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ein Fußballspiel mitorganisiert habe mit einem Kumpel und ich war Kapitän dieser Mannschaft und habe dann in der Kabine mein Trikot ausgezogen. Das hat auch schon gespannt und dann hat jemand mal gesagt, hey, mein Gott, du hast aber ganz schön zugenommen am Bauch und da hat man das dann auch gesehen. Das heißt, was sehr oft passiert, ist eben diese Zunahme plus diese Aufgedunsenheit. Vor allen Dingen an den Backen und im Gesicht sieht man das. Das ist viel runder. Und das Schlimme und das Perfide, was ich sagen wollte, ist, dass ich, nachdem ich aufgehört habe zu trinken und wieder meine normale Statur hatte und Hautdehnung, wie ihr das nennen mögt, ne, so wie ich das mit 18 hatte vielleicht, ne, schon anders, weil ich älter war, aber prinzipiell jetzt gesehen, haben viele Menschen mich aber so aufgedunsen gekannt. Und da ist es mir sogar so gegangen, das hat mich tierisch genervt, dass ich zum Bäcker gegangen bin oder irgendwo hin und die Leute haben mich darauf angesprochen. Boah, du hast voll abgenommen. Aber in Verbindung mit, nicht mit, du siehst gut aus, sondern mit, bist du krank? Hast du vielleicht eine schlimme Krankheit, du hast abgenommen und sowas. Das hat mich geärgert, das hat mich genervt, weil ich gesünder war, aber schon abgenommener aussah. Also es ist ein Unterschied, ob ihr nur abnimmt oder ob ihr so leicht eingefallene Wangen dann bekommt und sowas. Und das hat mich am Anfang genervt. Deswegen hat mir dieser Status der Aufgedunsenheit mir gar nicht so wehgetan oder mich gar nicht so massiv gestört. Diese Phase der Aufgedunsenheit hat ziemlich lange angehalten. Der nächste markante Punkt, der sich geändert hat, den man von außen vielleicht gar nicht so sieht, aber man selber feststellt, ist Schmerzen im rechten Oberbauch. Und ja, es ist die Leber. Und die Leber tut sehr lange nicht weh und die Leber hat mir selber auch nicht, also die Leber hat nicht selbst wehgetan bei mir, aber ich habe was ganz Bestimmtes gemerkt. Und zwar habe ich Einklemmungsgefühle gehabt im rechten Oberbauch, so möchte ich es mal nennen. Und zwar bei bestimmten Bewegungen, also zum Beispiel als ich Dinge gehoben habe oder was ganz oft gewesen ist, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, wenn ich im Auto gesessen habe und mich so, wenn ihr euch vorstellt, auf der Rückbank liegt was und ihr müsst euch umdrehen im Auto und müsst euch so strecken und ganz hinten auf der Rückbank erreicht ihr es irgendwann. Und dann habe ich gemerkt, immer als ich mich zurückgedreht habe auf dem Fahrersitz, habe ich gemerkt, boah, ich habe hier Schmerzen unter der rechten Rippe. Und dann hat das immer so eine halbe Minute gedauert. Also es war so ein Gefühl der Eingeklemmtheit unter den Rippen. Es hat sich unter den Rippen was eingeklemmt und es hat wehgetan und gezogen und geschmerzt. Und so nach einer halben Minute, vielleicht nach einer Minute, ich weiß es gar nicht mehr, hat sich das dann so langsam aufgelöst. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt immer, ich lehne mich mit der Rippe halt zu sehr auf die Mittelkonsole und habe das gar nicht hinterfragt. Später, als das noch schlimmer geworden ist, habe ich das aber auch gehabt bei anderen Sachen, wo ich mich bewegt habe, wo ich was falsch gehoben habe, wenn ich mich irgendwie verrenkt habe. Wenn ich irgendwie ein Möbelstück, kann ich mich noch erinnern, ich habe bei einem Umzug mitgeholfen und da habe ich ein Möbelstück irgendwie so getragen und nach dem Tragen war das auch so. Da habe ich gesagt, warte mal ganz kurz, den Schrank. Ah. Und dann habe ich das gehabt und so und das kam immer wieder. Das ist ein Anzeichen dafür für eine massive Leberschädigung. Die Leber wird größer und klemmt sich unter den Rippenbogen ein. Und wie gesagt, die Leber selber tut nicht weh oder ganz, ganz, ganz lange nicht weh. Aber wenn ihr das spürt, dann habt ihr schon eine gewisse massive Leberschädigung. Das war das Nächste, das eingetreten ist. Von außen könnte man vielleicht noch erkennen, in dieser Phase, was ich jedenfalls hatte, ich hatte so eine gewisse Fahrigkeit. Ich hatte eine gewisse Angst und eine ständige Unruhe gehabt. Ich meine, die hatte ich sowieso wegen meiner Angststörung, aber ich hatte die dann auch alkoholisiert gehabt. Also eine ständige Unkonzentriertheit. Und das ist natürlich keine körperliche Veränderung, die man von außen so sieht, dass irgendwas dicker oder dünner wird in dem Sinne. Aber es ist eine Verhaltensweise, die man vielleicht bemerken kann. Und wo man den Menschen eigentlich alkoholisiert so nicht kennt. Und dann kam ein Punkt, und das ist der Punkt, wo allerhöchste Eisenbahn ist, wo der Körper anfängt zu vergiften, wo er nicht mehr den Alkohol und die Schädigung sozusagen oder den Schaden abbauen kann und man mehr in sich reinkippt, als der Körper überhaupt abbauen kann. Das wollte ich sagen. Und das ist der sogenannte Toleranzbruch.
Und das ist eine ganz wichtige Message in diesem Video. Wenn ihr das merkt, dass ihr einen Toleranzbruch habt, das heißt, ihr könnt einen gewissen Pegel trinken und ihr kennt das, wenn ihr Alkohol trinkt und die Toleranz immer größer wird, das heißt, umso mehr ich trinke, umso mehr vertrage ich. Platt gesagt. Im Endeffekt ist das auch so. Und irgendwann stellt sich so ein Niveau ein oder man trinkt mal ein bisschen weniger vielleicht und dann, aber es pendelt sich so irgendwo ein. Und plötzlich konnte ich nicht mehr so viel trinken. Ich wurde viel schneller betrunken und ich wurde auch anders betrunken. Ich habe das schon mal erklärt in einem Video, werde ich euch an dieser Stelle einblenden, werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber es war ein Zustand des schwindlig seins, das nicht mehr so dieses berauschende, glückliche Gefühl oder sowas. Es war ein anderes Art des Betrunkenseins. Und wie gesagt, ich konnte viel weniger, langsam immer viel weniger vertragen. Mir wurde immer schlechter, mir wurde übler, ich konnte nicht mehr so viel essen. Und wenn ihr das merkt, dass ihr plötzlich weniger verträgt und obwohl ihr viel trinkt, so makaber es klingt und die Toleranz eigentlich steigen sollte, nimmt sie ab. Ihr seid schneller betrunken. Es kommt immer schneller dazu, dass euch schwindlig ist. Und plötzlich könnt ihr nicht mehr so viel essen. Ich habe irgendwann nicht mehr essen können. Ich habe immer mehr den Appetit, keinen Appetit mehr gehabt. Dadurch habe ich dann, und deswegen sagt man immer, ist der Alkoholiker aufgedunsen oder ist der abgemagert? Ab diesem Zeitpunkt, und das war keine lange Zeit, das war vielleicht ein halbes Jahr vor meinem Entzug, vielleicht wenige Monate, 3-4 Monate vor meinem Entzug, so genau kann ich das nicht sagen. Und dieser Toleranzbruch, es geschieht auch in einer recht kurzen Zeit, da reden wir von Wochen, wenige Monate, wo dieser Toleranzbruch eintritt. Und hinterher kann ich sagen, dass das ein Wendepunkt war. Und wenn man mich fragt, Marius, wann bist du im Alkoholsucht-Endstadium angekommen? Dann war das ab diesem Punkt des Toleranzbruchs, weil ab diesem Punkt war mein Körper so vergiftet, dass er es nicht mehr geschafft hat. Es war der Boxer, der dann irgendwann in die Defensive gegangen ist, dann noch die Deckung hochgenommen hat und dann noch die Schläge eingesteckt hat. Er hat selber nicht mehr geboxt. Man hat nur noch eingesteckt und ist zurückgewichen, war immer mehr in der Ecke gewesen. Ab dem Zeitpunkt geht es nur noch rückwärts, nur noch rückwärts und nur noch rückwärts. Und ab dem Zeitpunkt stirbt langsam der Körper. Er vergiftet langsam. Was hat sich geändert? Ich habe immer mehr abgenommen. Plötzlich war ich nicht mehr aufgedunsen. Plötzlich ist das Aufgedunsen dann weggegangen. Ich habe abgenommen. Ich habe am Bauch abgenommen. In dieser Übergangsphase war das vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Aber es haben sich mehrere Dinge eingestellt. Ich habe auch Muskel abgebaut. Ich war immer eigentlich gut trainiert gewesen. Ich habe an den Armen Muskeln verloren. Ich habe überall Muskeln verloren. Vor allen Dingen habe ich auch Muskeln an den Waden verloren. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn der Körper keine Nahrung mehr bekommt, keine Nährstoffe mehr bekommt und immer unterkalorisch lebt und irgendwann die Reserven aufgebraucht sind, dann geht der Körper an die Muskeln dran. Und das war wenige Wochen vor meinem Entzug gewesen, dass ich gemerkt habe, meine Wadenmuskeln, da habe ich es am meisten gespürt, sind nicht mehr so stark. Ich habe schwache Waden gehabt. Ich konnte kaum laufen. Es hat mich erschöpft, muskulär erschöpft, lange zu laufen. Ich weiß noch, ich habe einmal versucht, zur Tankstelle zu laufen und es war wirklich schwer. Meine Waden haben sich so labberig angefühlt und es ist mir schwer gefallen. Dann habe ich angefangen, langsam gelbe Augen zu bekommen. Und das ist das Bilirubin im Blut, was durch die Leber nicht mehr abgebaut wird. Das heißt, der Alkohol wird ungefiltert, sozusagen unabgebaut durch die Leber, weil sie es nicht mehr schafft, ins Gehirn geleitet. Man wird unkonzentriert. Man fängt an, verwirrt zu werden. Man fängt an, auch langsam so eine Art Wahn oder sowas, nicht unbedingt Wahn, aber unkonzentriert im Sinne von, man kann einfachste Dinge nicht mehr verstehen. Ich habe versucht zu lesen, das ging nicht mehr. Also die Augen wurden gelb. Zu dem Zeitpunkt übrigens, als meine Augen gelb geworden sind, war ich sogar noch mal auf der Arbeit gewesen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht, Alkohol auf Arbeit. Habe ich es noch mal so ein letztes Mal probiert, da hat mich ein Kollege sogar noch drauf angesprochen, kann ich mich erinnern. Ich habe damals so eine Selbstbräunungscreme gehabt. Die hat so einen leichten gelblichen Effekt gehabt. Und hat mir gesagt, ey Marius, du bist nicht gelb auf der Haut, Mann. Du bist gelbe Augen. Und ich habe mir das die ganze Zeit nicht so, ja, ich habe das ignoriert, ich wollte das ignorieren. Man schaut so lange weg, das könnt ihr euch nicht vorstellen. All diese Dinge habe ich gemerkt und gespürt und trotzdem habe ich weggeschaut und trotzdem habe ich gedacht, es wird besser irgendwie oder morgen ist das weg oder es ist nur eine Phase, wie eine Erkältung, die in einer Woche weggeht, dann geht es mir wieder besser. Aber es wurde nicht besser und tatsächlich hatte ich gelbe Augen gehabt. Ich habe in den Spiegel geguckt, sie waren gläserig gewesen und sie waren gelb. Und dann kam noch eine Sache hinzu, die man nicht sieht, aber riecht. Ich habe irgendwann, und das ist kein Alkoholgeruch, das ist so eine Art Ammoniakgeruch über die Haut,
über den Mund und über die Haut gerochen, weil der Körper scheidet irgendwann die Giftstoffe über die Haut aus. Und auch da habe ich das selber lange gar nicht gemerkt und gespürt und selber gerochen, sondern andere Menschen haben mich darauf hingewiesen, beziehungsweise die rechnen ja nicht damit, dass man selber nach Lösemitteln riecht, in Anführungsstrichen. Ich stand an der Supermarktkasse, die Leute haben sich umgedreht zu mir und haben gerochen. Und es war nicht die Fahne. Ich dachte immer, ich habe ja immer Kaugummis im Mund gehabt. Es war nicht die Fahne, es war die Haut. Ich war auf der Arbeit, auf einer Schulung. Die Leute haben gedacht, in diesem Schulungsraum riecht es nach Lösemitteln, weil nebendran eine Baustelle ist. Ich habe gerochen. Also dieser beißende Ammoniakgeruch, der kam auf. Und dann ist eine Sache eingetreten, die bei mir sehr markant war und eigentlich total bescheuert, weil unter all diesen Sachen, die sehr dramatisch sind, war eine Sache sehr untypisch für mich gewesen. Ich meine, daraus mache ich keinen Hehl. Ich gucke irgendwie auch ein bisschen auf mein Äußeres, bin auch ein eitler Typ, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Gucke immer, dass ich irgendwie einigermaßen okay aussehe, auch wenn ich gar nichts richtig vorhabe. Ich gehe immer vor die Tür und versuche einigermaßen in Ordnung auszusehen, einfach für mich selbst, das mache ich immer. Und damit habe ich aufgehört. Ich bin ein Stück weit verwahrlost für meine Verhältnisse. Ich habe angefangen, weil ich so nervös war die ganze Zeit beim Trinken abends, mir Barthaare rauszuziehen. Ich habe irgendwann in dem Bart Löcher gehabt und irgendwann waren es keine Löcher mehr, sondern nur noch ein punktueller Bart. Und mein Bart ist eh nicht so dicht, wenn ihr euch das anschaut. Und irgendwann habe ich mir alle Härchen rausgerissen, hatte gar keinen Bart mehr gehabt. Ich habe irgendwann nicht mehr geduscht, weil mir so schwindelig war permanent und ich in so einem Überlebensmodus war. Und ja, ich möchte salopp sagen, andere Probleme hatte und einfach irgendwo Angst und Schiss hatte, wie es weitergeht. Und ich habe immer nur über dem Waschbecken so, das ist das Einzige, was ich noch geschafft habe, so eine Katzenwäsche gemacht, sage ich immer, unter den Achseln das Gesicht gewaschen. Aber selbst wenn ich mal geduscht habe, irgendwann hat dann meine damalige Lebensgefährtin im Auto mal gesagt, ey, geh mal vielleicht duschen. Es war schon sehr schlimm und ich habe geduscht und trotzdem habe ich dann noch gerochen. Und da war es mir klar gewesen, dass ich über die Haut stinke. Bin natürlich nicht mehr zum Friseur gegangen. Ich meine, klar, das ist dann nicht mehr das Problem, aber man hat es gesehen am gesamten Erscheinungsbild. Die Haare waren nicht mehr gemacht. Ich habe hier überall an der Seite ist es gewachsen. Mein Bart war rausgerissen. Ich hatte glasige Augen. Ich hatte rot-gelb unterlaufene Augen gehabt. Meine Waden waren schwach gewesen. Meine Muskeln haben abgebaut und ich war sehr, sehr abgemagert gewesen. Und ich sag euch, wenn ihr das erkennt oder den Beginn von einer dieser Symptome, spätestens dann, ich sage nicht, wartet bis dahin, bis dahin ist alles okay. Das sage ich nicht. Also ich habe Leute im Entzug gesehen, die waren mega aufgedunsen, die da hingekommen sind. Die Leute, die aber in dem Stadium ankommen, in dem ich war, die sind spätestens, ich will nicht sagen dem Tod nahe, ich war dem Tod nahe gewesen, aber auf dem besten Wege dahin. Weil in diesem Stadium, bei einer dieser Symptome, vergiftet der Körper langsam. Peu à peu, ein Tag mehr, Stück für Stück. Und alles, was sie ihnen dann antut, ist teilweise nicht mehr reversibel. Ich habe großes Glück gehabt, dass ich keine Hirnschädigung hatte, weil der Alkohol nicht abgebaut wurde. Er ist ungefiltert ins Gehirn gegangen. Und ich habe zum Glück keinen Korsakoff oder sowas entwickelt. Ich habe Gott sei Dank keine Leberzirrhose gehabt. Am Anfang war die Vermutung gewesen. All diese Dinge sind zum Glück gut gegangen. Entgegen kam mir natürlich mein junges Alter von 25 im Entzug. Deswegen appelliere ich an euch. Guckt nicht auf die Leute, weil sehr oft lese ich das bei Trinkmengen oder bei körperlichen Zuständen, dass man guckt, der sieht ja schlimmer aus, dem geht schlimmer, der trinkt mehr. Ich sag euch Leute, die Leute, die mehr trinken, denen es noch schlechter geht, scheinbar, die werdet ihr immer finden. Wenn ich danach gegangen wäre, dann wäre ich heute nicht mehr hier. Das ist absoluter Quatsch. Ihr könnt nicht danach gehen. Mein Gott, der ist 25, der trinkt schon seit 20 Jahren. Oder ein Bauarbeiter, der trinkt so viel. All diese. Es ist völliger Blödsinn. Jede Schadensentwicklung ist individuell und bei jedem anders. Es muss nicht dazu kommen, dass ihr ab diesem Toleranzbruch vielleicht abgemagert werdet. Vielleicht reagiert ihr anders darauf. Aber spätestens, wenn ihr diese Symptome merkt, dann ist die Dynamik auf einem ganz anderen Level und hat eine ganz andere Form angenommen. Und dann ging es schnell. Ab diesem Toleranzbruch hat es maximal ein halbes Jahr gedauert, bis ich in der Alkoholentzug war und die mir gesagt haben, wir wissen nicht, ob sie das schaffen. Und selbst in dieser Phase wollte ich das nicht wahrhaben. Erst ganz zum Schluss, als ich gespürt habe, ich kippe jeden Tag um und ich schaffe es nicht mehr. Deswegen, meine Lieben, lasst es nicht so weit kommen und schon in der Phase, wo ihr aufgedunsten werdet und immer mehr und das mit der Leber vielleicht merkt oder sowas, egal was ihr merkt, es gibt keinen schadensfreien Konsum.
Ich möchte niemanden, der dieses Video sieht und vielleicht keine Abhängigkeit hat, und sondern sich vielleicht nur fürs Thema interessiert. Danke, dass du zuschaust. Ich möchte keinem sein Alkohol, sein Bier oder sein Wein am Abend oder sonst irgendwas kaputt reden. Ich will nur aufklären und damit sagen, dass es keinen schadensfreien Konsum gibt. Und wenn ihr körperliche Veränderungen merkt, ab Tag 1 nimmt euer Körper Schaden. Und ihr könnt nur selber wählen, wie lange ihr das erleiden möchtet und wie stark ihr das erleiden möchtet und wie lange diese Dynamik dauert und wie sie endet, ist ein Spiel mit dem Revolver. Und dieses Spiel habe ich gespielt und ich habe eine Patrone gehabt, eine Leerkammer habe ich in der Entzugsklinik gehabt, die leer war. Und Gott sei Dank habe ich diese erwischt. Es ist nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. Und nach 11 Jahren sitze ich hier, vor 11 Jahren war das gewesen, und bin froh, dass ich das in diese Kamera sprechen darf. Und wenn ihr irgendwas davon merkt, dann sucht euch Hilfe, meine Lieben. Viele melden sich bei mir und sagen, Marius, kannst du mir helfen? Natürlich kann ich euch Input und Tipps geben, dafür sind die Videos gedacht, aber helfen könnt ihr euch am Ende des Tages nur selber, indem ihr Hilfe in Anspruch nimmt. Das ist das Geheimnis und das ist der Schlüssel, meine Lieben. Wenn ihr solche Veränderungen des Körpers festgestellt habt und wo ihr interveniert habt, das würde mich mal interessieren. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde es mich echt freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und mir ein Like da lässt, meine Lieben. 50% meiner Zuschauer sind immer noch nicht Abonnenten. Also wenn du regelmäßig zurückkehrst auf diesen Kanal und Flaschengeist in die Suche eingibst, tu mir doch den Gefallen, abonniere den Kanal, würde mich sehr freuen und auch motivieren, meine Lieben. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ihr wisst, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und in Südhessen sagt man immer noch Gude. Gude, meine Lieben. Bis dann. Ciao. Would it be wrong, would it be right? If I took my life tonight, chances are did I mind. Mutilation not aside. And I contemplated suicide. Cause I'm losing my side, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine. Losing my side, losing my mind. Wish somebody would tell me I'm fine.